Herzlich willkommen beim Red Review Magazin und einem neuen On-Tour-Vlog. Heute haben wir zwei Ziele für euch in Holland und wir sind auch schon da. Wir sind jetzt weit über 3 Stunden gefahren. Es hätte eigentlich nur 2,5 Stunden gedauert, aber wir hatten natürlich, kurz bevor wir hier waren, war die Straße gesperrt, also voll gesperrt und wir mussten eine riesige Umleitung fahren. Jetzt sind wir aber da und ihr denkt, wo ist denn hier? Plopsa Indoor in Kovorden, oder wie heißt das? Plopsa Indoor Hassel, gab es schon mal einen Parkcheck von uns. Das ist das niederländische Pendant dazu. Der Außenbereich ist schon mal ein bisschen größer, aber sonst natürlich auch komplett identisch. Auf den ersten Blick. Ja, okay, Kletterdings gibt es hier und so ein Gain. Aber was alles gucken wir uns natürlich jetzt zusammen mit euch an. Und es wird auch noch zu 2 Achterbahnneuheiten geben, die gestern eröffnet haben. Ne, vorgestern eröffnet haben. Aber dazu später mehr in diesem Video. Wir sind jetzt. Ne, hier bin ich. Du hast mich verstanden. Wir sind jetzt schon direkt Wickerman gefahren. Vicky Hahn. Den Count abgefrühstückt, ist halt echt von innen 1:1 wie in Belgien. Von außen natürlich ein bisschen anders. In Belgien war das, glaube ich, ein bisschen aufwendiger von außen. Aber ich finde das Gesamtbild hier und das Gesamterscheinungsbild finde ich hier schon schöner und aufgeräumter auch. Nicht so vollgestopft. Und ja, wir machen jetzt noch ein paar Aufnahmen und die habt ihr dann, seht ihr jetzt gleich, oder habt ihr schon einen Parkcheck gesehen? Ich glaube, ihr seht das eher vorher im Parkcheck. Keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall wisst ihr, was in Hasselt so auf euch zukommt. Also wenn ihr euch noch das aus Belgien anguckt, das Video, und dann den Parkcheck von hier. Ich will aus, Martin. Just far away, but I'll stay, I'll
help me find the right words to say to get us back on our way. Can we try to fight against the grain of throwing out what we made? The future's far away, but I will stay because I feel again. Oh, now I feel again. We're bringing this back to life. We're picking up where we left off and on again. We never quite could forget, 'cause what we got so intense. Lukas. Das ist echt Englisch. Wir sind jetzt raus aus dem Plopsa. Das ging recht flott. Wir sind die Achterbahn gefahren und sonst nichts. Und, ja, Operation ist halt im Wechsel. Genau, also, aber war jetzt auch nichts, was uns jetzt hier total begeistert hat. Aber auch sehr schön gemacht. Der Bro hat ja noch kurz was dazu gesagt. Ja, hast du doch gesagt, dass es nicht so aufwendig ist, zum Beispiel die Bahn, Achterbahn. Ach so, ja. No? Ansonsten, klar, Indoor-Park hat immer den Vorteil, dass die, ohne irgendwie sich da Gedanken zu machen können, thematisieren können, ob was wegfliegt, ob was nass wird und schäbig aussieht oder so. Das ist halt voll egal. Und deswegen hat es einen sehr hübschen Flair, aber auf jeden Fall super süß gemacht. Und wir sind jetzt wieder im Kfz. Man muss dazu sagen, das habe ich eben vergessen. Yeah. Wir haben heute schon die Schienen von Gold Rush gesehen, den Attache afrikanische Bass nach Hause. Ja, und sind vorbeigefahren. Also vorbeigefahren. Jetzt geht es auf den Weg zum nächsten Ziel. Wir brauchen jetzt 20 Minutes. Echt? Und ja. Ich brauche nur noch 16. Und dann sind wir in, in Emmen. Wildlands. Adventure Zoo and Adventure, I don't even know. I don't know, with two new roller coasters. Yes. We're building this Awake Amazing. Yes, and then we will meld each other again. Sure. Yippee-ki-yo, friends of the sun. Wir sind in Emmen angekommen, haben jetzt hier auch geparkt. Auf dem Parkplatz, der zu Q-Pack gehört, aber auch zum Zoo, ich habe keine Ahnung, und wir versuchen jetzt rauszufinden, wie man von hier aus zum Zoo kommt. Ich habe da einen Verdacht. Und dann geht es einmal sehr zoo-untypisch auf jeden Fall hier lang. Vor allem Plopsa Indoor ist so voll draußen auf dem Land, richtig auf dem Feld, weit und breit nichts anderes. Und der Zoo ist mitten in der City. Irgendwie würde es andersrum für mich mehr Sinn machen. Die Achterbahn steht ganz, ganz da hinten. Sieht von hier aus aber schon richtig nice aus. Und auch dieses Dueling-Ding von den beiden Bumerangs hat geflasht. Nein! Ich war schon auf der Straße. Okay. Ja, ne. Die wollte gerade umspringen und ist dann wieder grün geworden, die Ampel, nachdem wir hier drauf gesteppt sind. Jetzt aber vorbei. Ja, wir suchen mal den Weg. So, Friends of the Sun, wir sind drin. Das ist direkt hier so in der City. Sieht ziemlich spacig aus. Zeigen wir euch vielleicht dann nochmal von außen in der Aufnahme. Und ja, Kulturbahnhausmäßig gibt es doch Tiere. Da sitzt du. Ja, da sitze ich. Rennen wir jetzt erstmal zur Achterbahn durch, machen das als erstes, bevor da kaputt geht oder was weiß ich nicht. Kennt man ja alles. Und dann gucken wir uns das hier zoomäßig an, denn er ist echt krass scheinbar. Jetzt voll viele, die den schon kannten. Ja, das weiß man doch, du Spaten. Ja.
Es sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick hier schon mal richtig krass gestaltet aus und richtig cool aus. Und ja, bis gleich. Okay, das ist krass! Oh! Oh! Oh Gott! Alter! Oh Gott. Dafür war der zu langsam. Schweinebackschirns. Wir sind jetzt, wie spät ist es überhaupt? Das ist eine Stunde lang sind wir jetzt hier gerannt, haben ganz, ganz viele Aufnahmen gemacht, haben 4 Fahrten gemacht. Bin auch noch da! Blaue Seite, erste Reihe, letzte Reihe, rote Seite, erste Reihe, letzte Reihe und ich habe gelogen, blaue Seite, vorletzte Reihe, weil da so ein unerschlossenes Kind von der vorletzten Reihe mit seiner Mutter in die letzte Reihe gesteppt ist. Ja, hinter mir wird jetzt. Die Kotze in unsere Richtung geschoben. Ja, Kotze. Während ich gerade das Review gedreht habe, gab es so ein Geräusch, das klang nach Kotze. Und dann habe ich Ussis Blick gesehen und dann habe ich gemerkt, ja, hinter mir kotzt jemand. Ich denke, das ist schon gar nichts. Nee, damit ist die Kotze halt überall. Verteilt, ja. Im Raum verteilt. Yes, wer die Referenz checkt, kriegt, kriegt nichts. Ruhm und Boah, Ehre. Das ist die 30 Jahre bei Red. Ja. Ja, mit den Gewinnen, ne? Damit habe ich den Kanal so groß gemacht. Ja, genau. Nur Gewinnspiele, ja. Ja, nur Gewinnspiele. Like die Seite. Keine Gewinne, Gewinne. Keine ja. Gewinne. Auf jeden Fall, weiß ich schon gar nicht, was ich sagen wollte. Ja, jetzt gucken wir uns ein bisschen den Zoo an. Gibt es auch komplett On-Ride-Off-Ride-Videos auf dem Ride-View-Kanal, dem Zweitkanal von uns. Viel Erfolg. Nee, ich muss nicht. Achso, ich dachte, du musst zeigen. Ja, Toilettenfachfrau. Ja. Musst du denn? Nein. Okay. Thank you.
Oh, sind die süß. Nein, das ist voll gefährlich. Der hat, der Atlasfalter oder was, ne? Der hat gesagt, er lebt nur 5 Tage. Und das sind so, sieht so aus wie Schlangenköpfe da an die Seiten, an den Spitzen. Das stimmt auch. Ja. Und Kopf. Und Kokon. Nicht mehr gemeldet, ist mir aufgefallen. Und wir waren in der Zwischenzeit, sind wir LKW gefahren, also hier diese Safari, wo halt so ein Safari-LKW-Truck ist, aber auch ein Anhänger hinten dran hängt und mitfährst. Und wir sind jetzt gerade noch hier die Bötchenfahrt gefahren, durch Tropenhausen, und haben uns alles andere dazwischen angeguckt. Jetzt fehlt uns nur noch die Area mit dem Bad da, ne? Ja, wo wir durchgehetzt sind schon. Ja, wo wir falsch reingelaufen sind. Auf jeden Fall echt flashig, echt krass gestaltet alles. Im Vergleich irgendwie wenig Tiere, oder? Ich auch. Aber das ist ja nicht unbedingt schlecht. Und hier diese Bootsfahrt. Aber man muss ja nicht was haben, sondern kein Recht hat, wenn man sich auf welche beschränkt und das dann aber richtig gut macht. Ja. Und wir haben, das habt ihr gerade im Video schon gehört, einen sehr faszinierenden Smetterling gesehen. Jo. Was hast du nochmal gesagt? Atlasschwein? Atlasschwein. Schniegel! 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 Jerry. Ja. Hello, Peoples, it's us again. Wir sind jetzt fast schon zu Hause. Nach dem Zoo sind wir noch kurz zu Burger King und haben uns da was auf die Hand geholt, weil wir haben halt lang nichts mehr gegessen und bis zu Hause sind auch noch 2,5 Stunden. So, ich habe mich gerade erschrocken. Ist das der Lupo? Das ist der Lupo. Ich kacke ab. Sicher? Ja, ne? Ja. Oder irgendwo da vorne? Aber da vorne, der Chevy, der ist geschwemmert worden. Nee, der Lupo ist es nicht. Gibt ja kein Gas. Ja, aber da verändert sich bei keinem was, auch beim Chevy nicht. Nein, da ist keiner. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Also hier sind gerade röhrende Motorgeräusche im Tunnel gekommen, was ja immer sehr beliebt ist in Tunneln. Ja, ist einfach nur die Akustik besser. Und das kam jetzt halt echt so rüber, als ob das der Lupo war. Oh, das, ich habe nicht gesehen, aber ich habe den nur geguckt. Also weiß ich, ob das ein Sleeper ist oder nicht. Und weiß ich nicht. Yes. Auf jeden Fall fahren wir jetzt noch vielleicht was zu essen holen. Vielleicht was anderes zu essen holen. Vielleicht gar nichts zu essen holen. Ja, und dann muss ich noch ein paar Sachen packen. Und dann geht's morgen auf zur nächsten Reise. Du gehst jetzt mal arbeiten. Ja. Yeah. Und dann geht's 2,5-3 Tage wieder los. Und das jetzt hier in einem nächsten Video. Ah! Ja. Das ist doch nicht das Ende, wo ich
Achso, das Wie lange bist du schon dabei? Du hast letztes Mal das Ende auch vergessen. Ja, ich bin ja auch ein Trottel. Das war's von uns. Wir sind raus. Ich bin der Coolste. Euer Bro. Und eure Uschi. Fürs Ride-Review. Wir machen's schön.